An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal Danke sagen. Danke, besser haben wir das hin, dass ich noch einmal hier stehen darf neben dir. Ist mir eine absolute Freude. Same. Normalerweise sagt man ja Danke am Ende eines Tages. Ne? Also man sagt dann am Ende, boah, danke, dass ich mit dir casten durfte. Aber wir wollen natürlich nichts von den Teams wegnehmen. Ich weiß, dass du das nicht willst. Deswegen muss das Danke leider nach vorne. Maxim, die deutsche Szene hat niemanden mehr zu verdanken als dir. Ich habe niemanden mehr zu verdanken als dir. Du warst immer wie ein Vater für die deutsche Szene, wie ein Bruder für mich. Und ich bin sehr froh, dass wir heute noch einmal alles abreißen dürfen. Drinnen mehr natürlich auch so ein kleines Turnierphänomen. Ist in der Mitte, ist quasi so ein kleiner Mundo, hält einfach ewig lange durch und später haut er natürlich. Ich vergleiche ihn gerne mit Herpes. Wenn du einmal Mundo und Herpes ist ja auch close. Ja, wow, okay, ja, true. Good point, ja. Borne Liang, einfach sagen, okay. Wir können top sein, ich glaube, wir sind nicht gut genug, aber unten ist unser Jesus Christus in unseren Teams. Ich meine, Beyond Gaming steht ja auch wie Beyond Dogge stehen. Ja. Einfach stay behind. Es ist einfach Jesus, Leute. Na, aber bisher wird sich um denjenigen nicht gekümmert, das Kreuz schon in Sicht. Sondern du brauchst jetzt quasi Mojito und Crazy nicht für diese kleinen Stilaktionen, sondern wirklich für gute Teamfights. Die gesamte Ult, und das hast du ja vor uns auch schon angesprochen, ist in den Schwamm reingegangen. In den Toplane Irelia 3-6 Schwamm. Ja, so. Und vor allem ist das Schlimme, die Schwämme wiederum sind jetzt leider auch nochmal mit einer Wiederbelebung ausgestattet. Ja. Also die sind quasi recycelbar. Und die sind giftig. Auch, ja, auch also, das ja. Ne? Wenn der Schwamm zu nah an den ADC reinkommt, dann ist der gar nicht mehr erlaubt. Ja, das ist sehr schwierig. Und es wird wieder auf den Ziel hinauslaufen hier, oder zumindest auf den Versuch davon. Okay, Mojito macht sich bereit. Auch Crazy kann darüber springen. Mojito ist unsichtbar, wird nochmal hochgeworfen. Wer denn der Ziel? Oh, der klappt nicht! Doch! Zoe hat den Gidovinen! Dieses Q, das Smite sah doch eigentlich ganz gut aus. Das war illegal. What? Mit dem Q? Jetzt wartet man so ein bisschen ab. Der Baron bereits Giga-Low. Der wurde mitgenommen. Bitte nicht Teamfight. Kino, Super-Low. Der Junge ist draußen. Sie kommt dann nochmal zurück. Aber Togo mit dem Killer-Instinkt. Der Hund, der hat die Leute gerochen. Rennt da jetzt hinterher. Jetzt darf man sich nochmal um den Zirklings kümmern. Der kann da nichts tun. Ne? Der kriegt als Braum dann am Ende des Tages doch niemanden tot. Aber knapp. War tatsächlich knapp. Dogo muss ich jetzt zurückziehen. Oh, da ist aber das Pokémon zur Stelle. Pikachu einfach giga-aggressiv. Dogo jetzt aber executed. Und der Elder macht seine Arbeit. Mojito wieder. Oh mein Gott, der nächste Snipe. Boah, Lulu, was ist mit dir? Jetzt eventuell ein bisschen müde, aber keiner kümmert sich um ihn. Sofort das Kino wieder da. Jetzt ist er asleep. Der ist allein. Aber die Snipung erfolgt. So ist so widerlich. Liang, jetzt der Einzige, der übrig ist, der Toplaner, der nur gefeedet hat, kommt er jetzt zurück. Die Stopwatch verhindert den ersten Schuss, aber der zweite wird... Oh Gott, der dritte! Wer wie will denn noch leben? Time to die! Game over, sagt ihr so. Und der Emote war noch nie passender. der Elder hat einfach hier eine Angina danach. Weil er einfach so viele Leute anschreien musste. Kommt hier einfach überhaupt nicht mehr klar. Der hat ganz viel eine Maske an wegen Corona. Ja, das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Da, ne? Also das ist schon sehr knapp. Und man hat's... Oh, mein Gott! Husha! Husha rüber, der Junge! Holy shit! Sofort zum Grump! Und die Zoe hat Flash, das heißt jetzt QR Flash. Oh, an. Oh, schon wieder! Alter, in dem Kino kommt nur The Last Jedi! Sofort raus! Das ist mit ihm, das ist einfach halb tot! Also, wenn jemand nicht weiß, wie man einen Dragon setupet. Set it up. Upset it. Ja, ich bin upset it. Ja, das ist einfach unnormal. Das ist wirklich krass. Und Achtung auf Dogo, weil der hat einen Cannon gleich. Auch Crazy. Crazy ist auch in keiner schlechten Position. Der Elder wurde genommen. Jetzt die Frage. Galatasaray. Die sollten jetzt eigentlich drüber fahren. Husha sofort down. Das Kino flasht davon. Kann er wenig machen. Liang wird gechased. Mojito einfach mobil. Ohne Ende. Nur immer noch die Hälfte der AP. Der Laser setzt an. Zack, da ist er wieder down. Das ist ein GA. Das hilft keinem, mein Bruder. Na, zack, der Tod folgt sofort. Und jetzt muss eigentlich die Türkei den ersten Sieg holen. Ja, das muss hier das 1:0 sein. Ocean Soul, Elder Drake, der zweite wohlgemerkt, muss doch jetzt eigentlich reichen, dass du hier die Base einrennen kannst. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es gibt einfach Dinge, die kann niemand mehr bewerkstelligen. Und von diesem Berg steht gerade auch Dogo, der hier definitiv eine gute Partie gemacht hat, aber es wird nicht reichen. Der Damage-Date-Graph ist natürlich absolut illegal. Ne? Also, dass hier in Ione mit 10.000 Damage rausgeht, mutig, ne? Weil der Braum... Weil der Braum hat 9! Ja, 0,9! Also, das schwierig. Na, der Elder Drake, 77 Kills hat er gefühlt gemacht. Na, hat alle voll gekotzt, angeschrien. Passen Sie das erste Game zusammen. Ah! Der kommt mit so einer Halskrause jetzt, weißt du? Er spawnt schon wieder so.
Er kriegt einfach gar keine Luft mehr, der Junge. Ne, Asthma-Gerät kann man sofort da hinterher schmeißen. So ein Elder Drug mit Sauerstoff. Warte! Der ist schon low! Ja, er schießt trotzdem nicht. Und den ersten Drake haben sie bekommen, das war wichtig, weil über Drake zu snowboarden ist deutlich leichter als alles andere. Der Pom hat Bock. Oh mein Gott, hat der Pom. What? Alter, das ist ein Autokino. Look at that, der fährt einfach... Oh mein Gott, er hat die Krabbe gemessen! Er fährt einfach über ihn drüber. Was ist das? Hä? Wait, what? Ja, krass, ne? Ein Hexkling. Aber... Why? Kriegt das man ist ein Nein, 10er Bären gerade gesehen, aber dieser Teamfight muss von Galatasaray locker geholt werden. Die Leute sind in der Stompbox, Polulu wartet mit den goldenen Cards crazy. Nein, die sind doch, so low. Doch. Hol ihn dir. Das ist das beste Item. Der wusste, er spielt wieder gegen Elder. Der Mord, das Kino. Einfach völlig geisteskrank. Das Spiel zu beenden wäre natürlich eine Tragödie für alle Zuschauer. Das heißt, hier das geht man kann ja nicht vor Minute 40 sein. Das ist ja Quatsch. Also ich meine, wir haben ja bezahlt. Hallo? Du musst ja dein Gehalt ja auch verdienen. Mein Zug kommt erst um 9. Da ist ja noch Zeit. Crazy auch hinterher. Hat noch 2 Stacks über. Das war der 2. Jetzt aber der 3. Und das war ordentlich Damage am Start liegen mit dem Schockblast. Mojito nimmt das aber wie ein Mann mit seinem Gesicht. Und schon wieder diese Variante von Mojito geht da rein, kickt ihn da aus dem Leben. Und Galatasaray ist einfach völlig geisteskrank. Reißt hier Beyond Gaming auseinander, weil die nicht wissen, wie die B-Taste aussieht. Ich verstehe aber auch wirklich nicht, wie sie da wieder nicht backen können. Du kriegst den Ash, geh doch einfach nach Hause. Dongle ist ja sogar nach rechts rausgedreht, weil ich sagte, Jungs, lauft! Aber sie sind nicht gelaufen. Das ist einfach Beyond Iron hier an der Stelle. Unangenehm, Bolulu mit der Karte, zack, da fliegt sie durch die Kante. Niemand kann mir erzählen, dass die jemals gegen Gwen gespielt haben. Die haben sich aufgereiht. Bitte schlitz mich auch noch, Baby. Das ist ein Fetisch, aber doch kein Gameplay. Doggo rasiert die Bot den so hart. Die haben weniger Haare als ich auf dem Kopf und die verlieren das Game trotzdem. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Die haben so viele Drakes verloren mit einem Goldlied von hier. Also wirklich, damit kannst du Schulden von Griechenland komplett bezahlen. So, du musst doch da einfach mal konsequent sein. Das ist krass. Ich glaube, da brauchen wir eine Leistungssteigerung und dann können wir hier ein Best of 5 mit 5 Games erleben. Ja, wir brauchen ja nicht nur eine Leistungssteigerung, sondern auch eine kleine Pause. Wir holen uns was zu trinken. Johnny holt sein Jackett und dann... Oh mein Gott. ...sehen wir uns sofort so wieder. Bis gleich. Look at that. Bei einigen wäre jetzt schon das Spiel 5. Ne? Ja. Aber hier ist es nicht so, meine Damen und Herren. Galatasaray Esports gegen Beyond Gaming. Der Videotitel wird anders heißen. Galatasaray versus Beyond Iron. Das ist einfach nur, es ist so schlimm. Ihr meint es auch nicht mal böse tatsächlich. Gib mir die Miss Fortune. Miss und Fortune das ist Lee Sin, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist doch Fuscher, das ich spiele. Jetzt stell mir doch nicht so eine gemeine Frage. Holt Dogo das Beil. Deine Arme brauchst du eh nicht. Also vielleicht kann ja Dogo den Lee Sin. Oh, der ist doch... Scheiße. Ja. Iridia ist sehr oldschool, immer der Hardcounter gewesen zu nah. Dann wurde sie gereworked, war immer noch der Hardcounter gegen nah. Und dann wurde sie jetzt nochmal verändert und ist noch mehr der Hardcounter gegen nah. Also es ist quasi der Klassiker. Farm her ein bisschen voraus ist, also... Lustig, das könnte direkt nochmal ein Kill sein. Ja, er hat bald die Blutform. Oh mein Gott, der Damage über die Ult. Jetzt kommt Husha dazu. Und das müssen... Ob du denn schon mal Lee Sin gespielt hast? Ich möchte mein Gehirn von meinen Augen trennen, damit das Gesehene nicht verarbeitet wird, weil es tut weh. Wir haben ja uns drüber lustig gemacht, dass er sich eventuell die Arme bricht. Die fahren, ne? Weil jetzt kommt Lee Sin dazu und er hat sich unter Turm gestellt. Er könnte hier sterben. Oh, jetzt sehen wir schon. Stimmt, mit dem Q-Connect ist hinterher geflogen. Die MF und not bad. Na, aber der Eimer Kick, komplett drüber gefolgt. Der Kick, Maxim! Ja, also es gibt Selbstschutzfunktionen im Körper, okay? Das bedeutet, meine Augen fangen dann plötzlich an, in andere Richtungen zu blicken. Aber nee, und sehen also nur das wirklich, Schöne. Das geht doch nicht. Das muss gehen. Er hat einen Assist. Husha hat das hier sehr gut gemacht. Ich sag nichts. Alles, was ich hier sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ich will ja noch einmal diese Worlds mit dir casten. Ja, das ist schwierig. Das wird immer gefährlicher. Die HP-Punkte siegen. Doga auch mit dem F ist auch eine andere Hausnummer. Der sitzt bei 3,5 Items. Ezreal, er hat die Träne vorgesteckt und hat einfach nur den Ziffer. Oh, jetzt hat er ein Hammergesicht geholt. Und noch kein Mana-Mew. Nee. Also ich kann mir, ich leg mich ja fest, ich glaube, das wird ein Reverse-Sweep. Oh, das wären jetzt 2 knackige Games. Ja. Haben wir ein Feuchttuch oder so? Oh ja, holy shit. I mean, what is this?
Wir Alles riecht ja übel sick. Hier riecht es einfach nach Gulasch. Into jenes. Ich weiß nicht, ob ich meinen Sacko opfern will. Oh, guck mal, hier oh, das ist aber krass. Caster. Genius. Ja, mit Papier. Papier ist, oh, Papier ist so aufsaugend. Ja, eure Vorbereitung. Weiß ich zu wertschätzen. Ist wahrscheinlich alles Annika wieder. Ich möchte mich ganz äußerst nochmal entschuldigen für dieses Missverständnis. Hier dachte jemand, dass wir nicht Silver Scrapes anmachen! Silver Scrapes! Silver Scrapes! Das ist Silver. Ich bitte um Entschuldigung. Und jetzt weitermachen. Danke. Das wird eine. Meine Damen und Herren, Game 5. Gott sei Dank hat das Wort, weil ich wirklich sagen wollte, auch mit F begonnen. Deswegen. Game 5. Die Blue Side hast du bereits predicted, Johnny. Jetzt prediktest du komplett durch und wenn du falsch liegst, slapp ich dich. Ist okay. Also, man wird... Falsch! Wow, ich habe gar nichts gesagt. Natürlich, ich sehe Stats, aber ich sehe auch Psyche. Du siehst ja auch man spricht bei Ende des Sommers von den Eye-Tests. Und der Eye-Test sagt mir, hey, Doku ist Faker und der Life ist Sola. Oh, das ist nicht gut. Na, da weiß man ganz genau, da ist der Salzanteil zwar hoch, aber... Und jetzt wieder der Drake. Niedrig. Die Ultimate von Lululu, aber allerdings nicht zur Stelle. Mohan von der Seite mit den Slows. Oh, der Jungler Morito ist so am Leben, aber hier, Usha kriegt den Steal. Die haben gesmiled, das war ein Double Smile. Nee, der hat ihn mit dem Autotech gemacht. Morito hat sich so knapp geheilt. Es ist insane, er hat es tatsächlich geschafft, den hier zu klauen. Und es war so knapp. Dungo war raus. Der König war besiegt. Aber dann kommt der Knecht. Q, Auto-Attack und bei 1440 ist das Ding einfach weg. Nächste Goldcard kommt eventuell angeflogen, aber auf Lian kein gutes Ziel. Er wirft trotzdem null Damage. Jetzt keine Türme da, der Nexus ist freigelegt. Beyond Gaming, die Ziel ist durch. Du kannst alleine nicht alles machen. Auch Jesus Christus hatte seine Jünger. Und das ist das, was man hier braucht. Ja, die Auferstehung von Dogo jetzt erfolgt. Ja, was soll man da sagen, meine Damen und Herren? Na, ein Pfannkuchen, ihr hat's predicted. Na, Pfannkuchen ist ja auch wann? Beim Frühstück. Und was kann man Hanwha Live beim Frühstück wünschen? Einen guten Morgen. Wow. Das wird aber schwer.